Ein bisschen, so ein halbes Stündchen machen wir noch ungefähr. Und dann reicht das für heute. So, ich war nämlich auch bei Breath of the Wild bei den Schreien schon ab und zu manchmal überfordert. Und hier in Tears of the Kingdom ist einfach noch mehr möglich, ne? Durch das ganze Verbinden und wieder auflösen und Dingsen. Boah, ich weiß nicht, ob ich da, weiß ich nicht. Also. Puh, da war ich gerade bei dem einen Schrein schon komplett überfordert und musste nachschauen, wie der gelöst wird. Mal gucken, ob ich das alles so hinkriege. Rückwärtsgewandt. Ja gut, das ist ja jetzt relativ leicht, was der hier meint. Nein, das war verkehrt. Ja, das ist ja relativ easy, einfach. Ne, den Zeitumkehrer. Dann kommen wir nämlich hier rauf. So weit, so gut. So weit, so klar. Fackel. Können wir nicht nehmen. Wir brauchen aber eine Fackel. Das ist, muss eine Fackel denn unbedingt? Was habe ich denn hier gemacht? Schubsbumerang mit Hybrid-Pilz. Okay. Okay. Aber dann muss denn eine Fackel unbedingt. Einen Waffenplatz wegnehmen ist auch ein bisschen doof, ne? Aber wir können einfach Scheiß auf die Fackel, wir machen das so. Dann brauchen wir nämlich die Fackel nicht. Warte, Moment. Ach, das hier ist der richtige Weg. Oh, Moment, ich dachte, das wäre hier für die Truhe. Hä? Ja, doch. Ach, hier ist wahrscheinlich irgendwo eine extra Truhe, oder? Oder wofür ist das denn? Ja, da oben, okay. Ja gut, hier ist ja auch relativ klar, was wir machen sollen, ne? Okay, das hat hier aber nichts mit dem Zeitumkehrer zu tun. Nur damit wir wieder zurückkommen, brauchen wir den Zeitumkehrer. Ja gut. Di-di-di-di-ding! Komm runter. Starker Konstruktbogen, nice. Immer her damit. Ja gut, der Schrein war jetzt halt super easy. Ah, Moment. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Schrein. Ich sollte nicht wieder den Schrein vor dem Ende loben. Das sagt man doch so, oder? Man sollte den Schrein nie vorm Ende loben. So, also, was soll man jetzt hier noch machen? Die Kugel muss ins Loch. Soweit ist klar. Soweit, so gut. Es muss aber zwei Löcher geben, oder? Okay, Nummer. Nee, hä? Wofür waren das andere Loch dann? War nur ein Loch richtig oder waren beide Löcher richtig? Weil das Tor ist ja trotzdem aufgegangen. Nee, okay, Moment. Okay. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Scheiße. Ja, bla bla bla. Wie wäre es denn, wenn wir den dann jetzt hier reinlegen? Und dann bei dem Tor den Zeitumkehrer einsetzen, damit das wieder aufgeht? Geht das? Ist das so gewollt? Nein, okay, ist es nicht. Aber dann ist die Frage, wo kriegen wir noch eine Kugel her? Weil der Magnet reicht mit Sicherheit nicht von da hinten aus.
Oh. Ah. So soll das gemacht werden. Ja, okay, wie geil ist das denn bitte? Oder einfach so. Haha, wie nice. Der Schrein war cool. So, solche Schreine gefallen mir. Sehr schön. Oh Mann, Filu. Nein, hör auf. Siebter Segenskristall. Das heißt, wäre schon cool, wenn wir irgendwie einen Schrein jetzt noch schaffen würden und dann nochmal die eintauschen gehen würden. Das wäre irgendwie nice. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo in der Nähe noch ein Schrein ist. Das hier war ein Schrein, ne? Dann könnten wir das doch eigentlich verbinden. Wir gehen jetzt hier hin. Dann gucken wir mal, ob das wirklich so ist, wie Ice sagt, ob die Level mit Dingsen ob die mitleveln. Wir gehen einmal zum Turm. Ich möchte noch einmal einen Ausschau oben vom Turm halten, ob wir vielleicht nicht noch irgendwo hier in dem Gebiet einen Schrein haben. Aber ich weiß nicht so. Sechs oder sieben Schreine, die wir jetzt hier haben für das Gebiet, scheint mir ein bisschen wenig, oder? Obwohl es geht. Das Gebiet ist nämlich gar nicht mal so groß. Könnte sein, dass das schon passt. Dumme, 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 dumme. Dumme, 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 dumme. Ich würde eigentlich gerne nur gucken. Das haben wir schon markiert. So nach da gucken. Was tue ich? Hallo? Nein, stopp! Ich wollte so nach da gucken, genau. Ob es hier noch irgendwo Schreine gibt. Das ist mir ein bisschen. Da, was ist das? Ah, haben wir schon gemacht. Ah, scheiße. Weil das. Irgendwie ist das doch ein bisschen. Moment, was ist das? Irgendwie ist das doch ein bisschen zu leer hier, oder nicht? Ah, anderes Gebiet auch schon wieder. Das ist doch. Also, ich weiß nicht. Ja, den haben wir schon gemacht. Aber ist das wirklich der? Hell, nee, das ist der blaue. Wo ist der blaue? Hä? Ach so, ja, alles gut. Doch, das ist der blaue Lull. Wie nah der von da oben aussieht, aber wie weit der eigentlich weg ist, ne? What the fuck? Scheiße, ich glaube, wir haben. Oh oh, was war's mit? Haben wir echt keine Schreine mehr hier? Das ist ja krass. Doch, da, was ist das? Haben wir auch schon gehabt. Okay. Okay. Leute, ich glaube, wir haben hier echt alle Schreine gefunden. Eigenartig. Irgendwie kommt mir das hier so leer vor, aber naja, dann ist das halt so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schreine in dem Gebiet. Ich glaube nicht, dass das alle. Wir haben bestimmt noch irgendwo einen übersehen. Aber ist dann jetzt erstmal egal. So, ich wollte mal gucken, müssen wir wirklich immer zu der Himmelsinsel, um unsere Segenskraft einzutauschen, oder können wir das auch hier machen? Oder wo können wir das machen, die Segenskraft einzutauschen? Das ist ja super ätzend, wenn wir immer. Wenn wir immer zur Himmelsinsel hoch müssten, das wäre ja super scheiße. Denk an Schrein-Quests.
Ja, gut. Habe ich aber bis jetzt ja keine gefunden. Die werden wir mit der Zeit dann irgendwann wahrscheinlich finden. Boah, müssen wir echt zur Himmelsinsel immer, um das einzutauschen? WTF, das ist doch super ätzend. Guten Abend, was für eine wundervolle Nacht, oder? Sag mal, ist es wahr, dass du jetzt im Besitz des Pura-Pets bist? Ja. Pura und ich haben es zusammen konzipiert, aber gebaut habe ich es. Robelo-Pet wäre also eigentlich der passendere Name. Komm schon, Onkel Robby. Hörst du mir jetzt überhaupt zu? Oh, natürlich. Also, worum ging es gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Oh nein, das wäre keine gute Idee. Davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag. Ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch nicht hineingehen lassen. Wenn Puras Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Rätselhaftes Bild? Oh, hallo, Herr Ritter. Tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Joscha, Leiterin der Untergrundforschung. Hallo, Joscha. Ja. Also, das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Den Typen ansprechen mache ich gleich mal. Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robby, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joscha. Weißt du was? Wieso überlässt du die Untersuchung, was es mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link! Du kannst ein Pura-Pad verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Davon kannst du dann mit dem Fotomodul ein Foto schießen und es Joscha zeigen. Ist dir dieser Plan nicht genial? Fotomodul? Ich sag nicht, du kennst das Fotomodul nicht. Das ist doch eine der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Das Fotomodul ist eine großartige Erfindung. Damit kannst du Landschaften in Bilder, sogenannte Fotos, verwandeln. Ja, da hast du wohl noch nicht alle Feinheiten eines Pura-Pads entdeckt. Philo, hör auf. Hör auf zu motzen. Nicht so schlimm, komm mit. Ich werde dir beibringen, wie man es verwendet. Im Untergrund sind jede Menge Monster. Da kann ich sowieso einen Leibwächter gebrauchen. Oh je, mal sehen. Ja, wir sollten wohl durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich geh schon mal vor. Komm du nach, sobald deine Vorbereitung abgeschlossen ist. Bis später. Okay. Herr Onkel Robby, warte mal. Schon wieder irgendeine Quest aktualisiert. Tja, weg ist er. Ich weiß nicht, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Nimm wenigstens das hier mit. Dilo, hör auf. Leuchtsamen. Samen von, hatten wir schon, ne? Blüht an Ort und Stelle sofort eine Pflanze, die ein zartes Leuchten von sich gibt. Okay. Oh, und das noch. Nochmal 5 Pfeile. Danke für die 5 Pfeile. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht nach dort unten dringt. Es ist also stockfinster. Wenn du aber einen Leuchtsamen an einen Pfeil anbringst und den dann abschießt, kannst du für etwas Licht sorgen. Du findest einen Abgrund, zu dem Onkel Robby aufgebrochen ist, wenn du durch das südliche Tor des Schwerposten gehst. Über das Fotomobil weiß ich nicht viel, aber ich verlasse mich darauf, dass du so etwas wie das rätselhafte Bild findest und gut auf Onkel Robby aufpasst. Aber natürlich. Ja, yeah, hallo, was... Ich will... Nee, immer irgendwie neue... Hallo, nee. Oder? Nee. Was soll ich denn jetzt machen? Erst das oder erst... Hä? Ja, dann bleiben wir erstmal in dem Gebiet hier. Oh. Immer diese vielen neuen Ziele. Ich raste aus, ey. Link, gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Gorpis und mir wurde die Verwaltung des Spähpostens übertragen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt mich gerne jederzeit. Zuerst einmal werde ich den Schutzraum für euch öffnen. Hier entlang, bitte. Den Schutzraum? Jo! Ich bin's, aufmachen!
Rafiki, du kippst da gleich um. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule, doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht zu eurer freien Verfügung. Oh. So eine Figur zum Tauschen? Ah, da, tatsächlich, nice. Okay, perfekt. Ah, wie doof, muss man den ansprechen? Man bekommt gar keinen Hinweis darauf, den anzusprechen. Was nehmen wir denn? Ausdauer oder Herz? Wir haben schon ein Herz gerade, das erste Mal ein Herz genommen, jetzt nehmen wir einmal Ausdauer, oder? Und für den, wenn wir jetzt noch einen Schrein machen, nehmen wir wieder ein Herz. Und immer abwechselnd. Obwohl, ist eigentlich Quatsch, Herzen sind eigentlich erstmal wichtiger, ne? Aber egal. Wir machen nur noch, aber einmal Ausdauer ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir machen jetzt noch einen Schrein, dann haben wir wieder eine Segenskraft und holen uns dadurch aber einen Herzcontainer. Ich glaube, wir haben das bei Breath of the Wild irgendwie so gemacht, so zweimal Herz, einen Ausdauer. Zweimal Herz oder drei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Herzen auch erstmal sehr wichtig. Ja, sorry, aber ich rede jetzt nicht mit den allen hier, da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, außer die haben Quest. Oh, bist du neu hier? Ich nehme mich auch. Ich heiße Burnon und ich bin fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen. Das gibt Energie, so war es zumindest mein Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Oh. Dieser süße, säuerliche Geruch. Hast du etwa einen Apfel? Ja, klar. Oh. Das ist aber nett. Dann lass mich den schnell für dich brutzeln. Dauert nur einen Augenblick. Bitte bing. Na, das ist Obst mit Pilzen à la Burnon. Sieht lecker aus, oder? Oh, wow. Na gut, das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Das kann eigentlich jeder machen. Man braucht nur einen Apfel und einen Pilz. Ach Gott. Probier es ruhig mal selbst aus. Lol. Hey, erste Nebenaufgabe, die wir mal geschafft haben. Oh. Oh. Aber perfekt, jetzt haben wir auf jeden Fall, wissen wir jetzt, dass wir hier uns immer hinporten können. Können wir doch, oder? Ja, können wir wegen dem Turm, na klar. Und da die Segenskräfte eintauschen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt vielleicht doch erstmal dann als nächstes die Nebenquest mit dem Untergrund, was in diesem Gebiet hier ist. Ich weiß nicht, vielleicht. Aber ich würde ganz gerne einmal ein Schrein noch heute machen. Und dann ist erstmal vorbei für heute. Erstmal jetzt nur ein Schrein. Und dann machen wir beim nächsten Mal erst weiter. Damit wir uns nochmal einen Herzcontainer dann dazu holen können. Und dann für den nächsten Stream gut gewappnet sind. Auch nicht schon wieder der. Jetzt besiegen wir den aber nicht nochmal. Och nö. Den haben wir schon einmal besiegt. Den müssen wir nicht nochmal besiegen. Das hat schon wieder lange gedauert, den zu besiegen. So. Können wir nämlich auch einmal gucken, ob wir die Kleidung schon finden? Wäre auch gar nicht so schlecht. Oh, das ist die Kleidung. Roter Rubin ist 20 wert. Nice. Hier müsste es eigentlich die Kleidung geben. Hier in der Höhle vermutlich. Okay, hier in der Höhle. Dieses Mayois leben also in Höhlen, ja? Mayoi? Oh, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Bist du etwa auch wegen der Mayois hier? Ja, ja. Oh, hab ich mir doch gedacht, dass sie dich auch losgeschickt haben. Es gibt da wohl diese Kreaturen, die in Höhlen hausen. Man nennt sie Mayois. Die leuchten anscheinend blau und können sich an Wänden festhalten. Richtig unheimlich. Ach, die Viecher. Da waren zwei etwas seltsame Leute am Stall des Waldes. Der liegt in Eldin, nordöstlich von hier.
Die beiden wollten, dass ich ihnen was besorge, das Mayo-Yis hinterlassen. Die haben also, was? Dich haben sie also auch losgeschickt? Die haben mir auch eine wertvolle Belohnung angeboten und da war ich Feuer und Flamme. Andererseits erscheint es mir etwas heikel, mich einfach so in eine düstere Höhle zu wagen. Die Belohnung ist allerdings wirklich verlockend. No! Nein! Nein! Ich will. Nein! Ich will. Ich, nein! Ich will ihn nicht ansprechen. Doch. Okay, dann schaffen wir das mit dem Schreien wahrscheinlich doch nicht, doch noch nicht heute, aber dann beim nächsten Mal. Wir machen jetzt einmal die Höhle hier. Ja, komm. Mach einmal dein Glubschi auf. Hallo. Hier. Ja, komm, nochmal. Boah, die nehmen, aber die kriegen, halten halt, tanken auch echt viel. Oh Mann. Na gut, was heißt, die tanken viel, ne? Wir haben halt auch echt noch Schrottwaffen, muss man halt auch dazu sagen. So, und da ist schon wieder dieses blaue Vieh. Hallo? Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Soldatenschild, 16, das ist natürlich nice. Was ist das Flammenschild? Okay, du kommst weg. Und wir nehmen das Soldatenschild mit. Oh, noch eine Truhe. Ach, die haben beide jeweils eine Truhe gegeben. Okay, nice. Und Nopal. Es ist nur die Frage, wie kommen wir. Oh. Ach, das Schild. Du. Ach, das ist ein Höhlenfisch. Das hat damit rein gar nichts zu tun. Okay. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Gar nicht, ne? Klettern können wir nicht, weil alles feucht ist, right? Ja, klettern geht nicht. Kann man da irgendwie mit dem. Das reicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, das Problem ist halt auch, ich weiß halt auch nicht, was diese Verstecke von den Kleidungsstücken auf sich hat, ne? Muss man danach buddeln? Muss man einen Gegner besiegen? Was muss man tun? Müssen wir auf die andere Seite, um irgendwie in die Höhle reinzukommen? Aber ist nicht schlimm, wir müssen sowieso in die Richtung für den Schrein. Dann machen wir den Schrein aber doch nicht noch. Doch nicht mehr heute. Das reicht. Wird langsam ein bisschen spät. Das heißt, wir speichern dann jetzt hier gleich, machen dann den Schrein und dann, ja, gucken wir uns den Stall das nächste Mal an und dann schauen wir einfach mal weiter. So, hier speichern wir jetzt aber erstmal und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. So, dann Dankeschön fürs